So, hallo und herzlich willkommen zu der FIFA-WM. Der Austräger ist der Julian. Und heute spiele ich gegen den Sascha. Genau. Alles klar. Oh, und da sehen wir Er schon spielt direkt mit die große Argentinien, Mannschaft. ich hier mit Schauen wir mal, wie es Brasilien. hier geht. Sie gehen es offensiv Im an. Übrigen geht es ja 4 heute zu um Platz 1 1, heute. ne? Und so Gruppe. werden Die die Gruppe. erstmal gar Weil nicht Jackie habe ich ja an letztes Mal Tore angespitzt rausbefördert. sieht, aber aus dem Mittelfeld kommt da geballte Power nach vorne. Higuain. Klasse gehalten. Oh, schon eine gute Chance hier. Eckball für Argentinien. Ja, Argentinien kann man nicht unterschätzen. Den Kopfball kann er ganz einfach halten. Da fehlte die Power, eine leichte Nummer. Mercado. Und jetzt Otamendi. Lauf! Und jetzt mal Argentinien. Und das gibt Eckball. Oh, Eckball. Oh, ich dachte, der wäre noch dran gewesen. Ball kam gut, aber erstmal ist die Gefahr bereinigt. Nee, der Ball geht daneben. Das kann er Ja, definitiv versucht besser. So, schön nach vorne ballern. Casemiro. Zu Leo Messi müssen wir im Grunde gar nicht viel sagen, Buschi, ne? Da reicht der Name. Ach, Wolf, ein unglaublicher Spieler, einer der besten aller Zeiten. Ah. Den kannst du nicht ganz aus dem Spiel nehmen. Dazu ist die Qualität zu groß. Heute wird natürlich einiges von Neymar abhängen, dem brasilianischen Superstar. Er soll vorne mal wieder für Überraschungen sorgen und klar auch die Tore machen. Und mit seiner Qualität hat er es drauf. Und die Maria. Jetzt kommen die Argentinier. In der Mitte ist Higuain. Paulinho. So. Da ist er aufmerksam und hat den Ball. Klasse. Ah ja, gegen Sascha ist nicht so einfach wie gegen Jackie hier. Obwohl Jackie ja vorher schon öfters FIFA gespielt hat, aber. Aber auf Xbox. Ah, ja. Super durchgesetzt. Flanke bleibt hängen. Das gibt Ecke. Und hier nochmal die tolle Aktion des Torhüters von ihm. Souverän gemacht. Und ja, da kannst du als Gegner auch schon mal verzweifeln, wenn der so hält. Gefahr erstmal bereinigt nach dieser Hereingabe. Da gewinnt er den Zweikampf. Ball bei Banega. So, muss noch mal ein Ball kommen hier. Au, ab, das ist meiner. Spielt den Ball direkt zurück. Geht gut dazwischen, weg ist der Ball. Das könnte eine Gelegenheit werden. Er fasst sich ein Herz und versucht. Jetzt der Versuch. Da verfehlt er das Tor aus der Distanz. Oh. Aber warum nicht mal versuchen? Er hat das drauf. Den Ball spielt er gleich wieder zurück. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Schuss von Neymar. Alter. Ich weiß nicht, viel, aber. Higuain. Mercado. Ach, nicht. Jetzt wird's gefährlich. Nun Firmino. Nein. Schuss! Die hat er einfach nicht genau genug. Oh. Da fehlt einfach die Konzentration. Ja. Was die immer für Scheiße schwafeln. Ah, ich hab verletzt hier, ja, super. Das ist Freistoß gegen Argentinien. Muss ich jetzt auswechseln, wie war das, ne? Casemiro. Ja. Ja. Ah. Wieder verletzt. Da steht die Abwehr sicher. Ja, ist klar, bitte verletzte Spieler. Wird das seine
eine Torchance. Sauber vom Ball getrennt hier. Abgeblockt. So, jetzt kann er auswechseln. Ja, auch noch die Baller hast du mir verletzt. Ey. Ja, oh. Danke. Das ist natürlich bitter. Ja, egal, ich hab noch einen. Nur mal Aguero. Aguero ist auch gut. So, weiter geht's. Ball im Tor aus, Eckball für Argentinien. Der Spieler scheint Probleme zu haben. Blessur? Ja, jedenfalls nimmt ihn der Trainer jetzt hier runter, wahrscheinlich um eine schlimmere Verletzung zu vermeiden. Und Dani Alves. Casemiro. Nun Firmino. Und jetzt Brasilien. Roberto Firmino! Oh. Der Ball geht deutlich drüber. Neymar am Ball. Paulinho. Jetzt Neymar! Oh! Bei dem Schuss hat nicht viel gefehlt. Das war die große... Das gibt's doch nicht. Und das schnitt mal rechnen tot. Und Neymar auf dem Weg Richtung Strafraum. Ja, genau, lass ihn laufen. Und nun ein Schuss. Ja, ja. Nee, der Ball daneben. Das kann er definitiv besser. Huh. Rekordtorschütze in diesem prestigeträchtigen Duell, aber nicht nur dort, sondern auch insgesamt in der Primera Division. Flanke jetzt. Coutinho. Ah, ist hier aber nix. Den spielt er wieder zurück. Casemiro. Die Brasilianer jetzt im Angriff. Die Defensive steht. So, da wird die Nachspielzeit angezeigt. 3 Minuten. Aguero macht Druck. Paulinho. Jetzt Firmino. Der Pass kommt an, da ist er heute extrem sicher. Jetzt geht Neymar in die Offensive. Nein. Flanke kommt, Neymar. Sie wollen klären, aber der ist... Hä? 0-0. Ach, Halbzeit. Huh. So, mal gucken. Letztes Mal war Ressus hier gut. Dann tue ich auch mal wieder einwechseln. Huh. Argentinien mit dem Anstoß. Zweite Hälfte kann losgehen. Coutinho jetzt am Ball. Wird's jetzt gefährlich? Dani Alves jetzt am Ball. Er spielt ihn zurück. Guter Doppelpass. Gabriel Jesus! Und jetzt vielleicht die Chance. Gibt Ecke. Marquinhos! Mann. Eine Riesenparade. Was für ein Reflex. Neymar mit der Ecke. Geklärt, aber der Ball ist noch heiß. Hat doch einiges gefehlt. Also richtig gefährlich war das nicht. Da hätten wir mehr draus machen können. Messi. Jetzt könnte es gefährlich werden. Fängt diesen Ball ab. Schießt er ihn rein. Oh nein. Alter, was ist hier los? Boah. Verwalter. Oh, der war aber eindeutig daneben. Nein. Wie fandst du bislang die Leistung von Neymar? Bisher tut er sich noch schwer. Kommt nicht rein, ist überhaupt noch kein Faktor. Wird das jetzt was für Brasilien?
Ball bei Neymar. Gabriel Jesus! Es bleibt also beim 0:0 und das hat er richtig stark gelöst. Gabriel Jesus. Er ist noch heiß! Vielleicht geht da was, Aguero am Ball. Nein, wir sollten noch nicht passen, Idiot. Ball bei Neymar. Gabriel Jesus. Er zieht ab und versucht den Torhüter zu überraschen. Der Ball geht. Puh, 60 Minuten gespielt, noch 0:0. Ja. Und die Teamkollegen sind auch nicht. Eieieiei. Halbe Stunde noch, dann ist das Spiel vorbei. Und da ist der Ball wieder weg. Boah, da solltest du doch gar nicht hinpassen, Vollvogel. Paulinho. Er will den Ball. Gefällt ihm natürlich nicht, was hier gerade passiert. Die Brasilianer jetzt im Angriff. Jetzt die Maria. Die Maria mit dem Ball. Und die Flanke soll zu Aguero gehen. Szene ist noch nicht vorbei. Nein. Mann, no. Ball bei Neymar. Das könnte eine Gelegenheit werden. Schön dazwischen gegangen. Ballverlust. Gabriel Jesus. Nein. Da steht die Abwehr sicher. Nun Angel Di Maria. Oh. Das gibt Einwurf. Huh. Hey, 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 hey. Maidana. Mercado. Vielversprechender Angriff, aber dann kommt doch noch einer dazwischen. Nein, nein, nein. Jesus. Nein. Er schießt von weit draußen. Boah. Mann, 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 Mann. Sein Versuch wäre von Erfolg gekrönt gewesen. Eine richtig knappe Kiste. Aguero. Und Neymar. Ganz einfach an den Ball gekommen. Nun hey. Maria. Er lässt seinen Gegenspieler stehen. Jetzt Neymar am Ball. Der Angriff sah gut aus, aber dann kommt doch noch ein Gegenspieler dazwischen. Okay, draufzimmern hier. Kann doch nicht sein, 76 Minuten ohne Tor, Alter. Ja, oh, gibt alles. Was passiert eigentlich bei 0-0? Bleibt das oder was? Ey, dann bin ich Erster. Coutinho. Oh. Und das ist eine gute Gelegenheit. Ja, war gut. Keine Diskussion, die gelbe Karte hier für Argentinien vertretbar. Jetzt muss er natürlich ein bisschen aufpassen im weiteren Spielverlauf. 9 Minuten sind hier noch zu spielen. Aguero. Ja, das geht doch keiner. Nur Marcelo. Gabriel Jesus. Da zieht er ab. Oh mein Gott. Boah, das ist ja nicht. Weiter hier unentschieden, aber jetzt vielleicht mal Argentinien. Jetzt geht Neymar in die Offensive. Klasse Technik. Messi. Und die Maria. Die Maria mit dem Ball. Der Ball soll zu Messi. Geht gut dazwischen. Weg ist der Ball. Klasse Tackling hier.
Paulinho. Gabriel Jesus. Nein, Gabriel nein. Jesus! Oh, wirklich der Fall. Und hält er weiter die Null. Zwei Minuten mehr nachgespielt. Marcelo jetzt. Casemiro. Jetzt wird's gefährlich. Higuain. Nun Lionel Messi. Was?